einem von Black Masks Leuten gehört, dass die Fledermaus da drin ist. Die Fledermaus? Ernsthaft? Warte, also holen wir uns das Kopfgeld? Jungs, wäre nicht das erste Mal, dass die Fledermaus uns überrumpelt. Haltet die Augen auf. Meldet euch bei der kleinsten Bewegung. Das ja. So, ja, schon gut klar. Aber sicher. Bei der kleinsten Bewegung, verstehe. Wunderprächtig. Das wird nie was mit der Free-Flow-Combo, das kann ich euch schon jetzt sagen. Schön für dich. Das da vorne. Das Christkind. Hier ist nichts. Wow! Shiva. Shiva. Auch hinter dem Kopfgeld her? Das ist nur ein Trostpreis, falls du den Test nicht bestehst. Test? Dafür habe ich keine Zeit. Irgendwo in New Gotham wird ein Unschuldiger sterben. Und wir wissen beide, dass du das nicht zulassen kannst. Die Frage ist also, kannst du ihn finden, Batman? Kannst du ihn retten? Finde den Unschuldigen. Ich weiß ziemlich genau, wo dieser Unschuldige ist. Oh. Und die Karte zeigt es mir auch an. Verstehe. Nein. Nun mach doch mal... Nein. Du sollst... Ja, richtig. Aber ich erinnere mich gerade, dass ich erst noch was anderes machen wollte, bevor es hier noch Tote gibt. Da vorne sind ein paar Leute. Dürfte nicht so schwer sein, die Dame aus diesen Fängen zu befreien. Vorsichtig, ich möchte Unfälle vermeiden. Alles muss perfekt sein. Natürlich. Natürlich, Sir. Du musst nicht immer mit Sir ansprechen. Hast du verstanden? Ja. Ja, was? Ja, ich habe verstanden. Ja, ich habe verstanden, Sir. Ja. Nein, Sir. Natürlich. Och, das macht dich wahnsinnig. Ich kann meine Interface verbessern. Die gute Nachricht, die beste eigentlich, ist, dass es funktioniert. Ihr gehorcht. Nicht so gut, wie ihr solltet, aber es ist ein Anfang. Genau das war ja immer das Problem, oder? Niemand wollte hören, was Jervis zu sagen hatte. Er könnte auch unsichtbar gewesen sein. Aber jetzt, jetzt werdet ihr alle zuhören müssen, weil ihr keine Wahl haben werdet.
Ich wollte jetzt ungern deinen Monolog unterbrechen, aber mir war gerade so danach. Wow, 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 du willst doch nicht einfach zuschlagen. Böses Kanickel. Boah, dieses Kanickel hat zugeschlagen. Auf dem mache ich jetzt Frikassee. Hasenbraten zu Weihnachten, wenn wir schon dabei sind die ganze Zeit. Geschmack viel zu ruhig, dieser Typ. Da bist du! Wie wunderbar! Es ist wahrhaft eine Ehre, deine... Wo ist das Mädchen? Wovon redest du da? Alles. Ausgezeichnet! Dann weißt du ja, warum du hier bist. Wovon redest du da? Oh, vielleicht sind wir ja doch nicht auf demselben Stand. Berichtigen wir das. Tick-Tack, die Zeit läuft. Zeit. Was hast du getan? Willkommen im Wunderland, Batman. Na. Oh, dort habe ich alles zum ersten Mal getroffen. Ach. Grandiose Abenteuer wir erlebt haben. Aber sie haben sie mir genommen, süße Alice. Verloren und allein. Ich musste sie finden, musste sie nach Hause bringen und das habe ich. Das war eine Reise, sage ich dir. Aber sie ist wieder hier. Sicher bei mir. Dennoch, die Mächte... sie zurückgewinnen. Deswegen habe ich sie hierher gebracht. Wer könnte Alice besser beschützen als Batman höchstpersönlich? So, wir hatten also in Arkham Asylum Scarecrow Level. Wir hatten in Arkham City ein Ra's al Ghul Level und hier haben wir jetzt einen verrückten Hutmacher Level. Wird. Ist eigentlich schade, dass man schon vorhersehen könnte, dass das in Arkham. In Gotham Knight. Oder war es Arkham Knight? Es war Arkham Knight, dass es da dann wahrscheinlich Scarecrow werden wird. Aber naja. Vielleicht gibt es ja noch eine Überraschung. Mir fallen aber gerade kaum mehr Leute ein, die einen noch irgendwie psychisch in die Pfanne hauen könnten. Es wird aber garantiert wieder so ein Level geben. Oh, Vogel. Hallo Vogel. Ich mag dich, Vogel. Guck mal her, Vogel. Vogel will nicht zu mir. Oh je, du scheinst ja ganz verdreht zu sein. Wo geht es raus, wo geht es rein? Oh je, du bist ganz allein. Vielleicht hier. Hä? Komme ich da wieder raus? So, du hast es also geschafft. Aber es hat dich angestrengt, oder? Hat dir Willenskraft genommen? Die Gedanken werden schwer. Du kannst kaum noch die Kontrolle behalten. Das ist eigentlich ganz simpel, wenn man weiß, dass man nur den Kaninchen folgen muss. Wie immer. Ah, vorsichtig! Hier unten gibt es nicht nur Blumen und Teepartys. In Wunderland gibt es sogar ziemlich edle Kreaturen. Da kommt das Beste und das Schlechteste zum Vorschein. Keine Sorge, alles ist in guten Händen. Noch Tee, Kollege. Ich will keinen Tee, ich will nur diese Kanickel ausschalten. Lassen Sie mich! Oh je, da hat wohl jemand seine Manieren vergessen. Du willst noch. Sie sind wahnsinnig! Nicht wahnsinnig alles? Verrückt? Es gibt einen Unterschied. Ich hab zwar vergessen, echt? Aber vertrau mir!
Oh, du verdammter! So viel dazu. Ich wollte eigentlich den Spiegel zerdeppern, aber wenn er meint, dann halt ohne. Du fragst dich bestimmt, warum ich dich hier heruntergebracht habe. Es ist so, ich habe ein Wundergerät erfunden. Eines, das Gehorsam erzwingt. Bei schwächeren Gemütern funktioniert es einfacher. Einmal meine Kreation aufgesetzt, stehen sie unter meiner Kontrolle. Was sehr, sehr religiöses wie... Bei stärkeren Individuen muss man allerdings... Das Glasfenster steht es super. Und das, mein Freund, bringt uns zum Hier und Jetzt. Du bist mein Humpty Dumpty Batman. Dein Verstand zerbricht. Und wenn ich die Stücke wieder zusammensetze, bist du mein. Für immer. Komm weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, tut weh. Jetzt geh da raus. Super, dass mitten im Wunderland einfach mal so ein Ding da ist. Finde ich gut. Ja. Sehr schön. Sogar zielen kann er noch unter den Voraussetzungen. Das ist auch sehr schön. Übrigens eine coole Kanne da im Hintergrund. Ja, das erinnert mich an diese Let's Plays von Trash Tasmani. Alice Madness Returns und so. Komme ich fast Lust, mir die nochmal anzugucken. Wusstest du, dass sich die Zeit hier in 7 verschiedene Richtungen bewegt, aber du begnügst dich mit einer vorwärts, immer vorwärts. Wie langweilig. Welche sind die anderen Richtungen? Warum versuchen wir also nicht mal zurückzugehen? Vorwärts, rückwärts, links, rechts, oben, unten. Und dann fehlt noch die 7. Die wahrscheinlich irgendwie komplett inversiert ist. Quasi in die Richtung rein. Oder ist das gar nicht bewegen? Wer weiß. Karten. Ist hier irgendwo die Karo Dame? Ich mag die Karo Dame. Ist meine Lieblingskarte. Ist die Karo Dame irgendwo da? Nein? Schade. Ich will die Karo Dame haben. Da vorne ist Alice, glaube ich. Und dieser Typ. Löffel. Verstehe. Ah, verstehe auch das. Ich muss die Karte umhauen. Kriege ich hin. Sag mir, was du siehst. Sag's mir, sag's mir, sag's mir. Ist das gruselig? Ich hoffe es. Ich hoffe, es erschreckt dich zu Tode. Ich stelle mich gerade ein bisschen dumm an, ich weiß, aber das war bei diesem Kartenteil immer so aus irgendeinem Grund. Sag mir, was du siehst. Sag's mir, sag's mir, sag's mir. Ist das gruselig? Ich hoffe. Ist der Todesbombe? Ich hoffe, es erschreckt dich zu Tode. Kann ich da einfach so durchgehen? Ich traue der Tür nicht. Nein, 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 nein. Das ist falsch, völlig falsch. Völlig auf den Kopf und umgedreht und falsch, 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 falsch. Ich wollte schon sagen, es wäre es doch, wenn das hier nichts wird. Es wird nichts. Warum wird das nichts? Ich weiß, warum das nichts wird. Dann aktivieren wir noch mal kurz das Getriebe. Und drehen das Zahnrad um eine Stufe nach oben. Wunderschön. Triffst du jetzt bitte? Danke. Ganz ruhig. Aufhören! Sofort aufhören! Kann man nicht gewinnen. Nicht du! Ich habe die Kontrolle! Du spielst nach meinen Regeln! Du und Alice! Tu, was ich sage! Tu sofort, was ich sage! Später vielleicht. Ich habe gerade keine Lust. Java. Mist. Beschwere dich doch nochmal darüber, dass ich nicht mache, was du sagst. Dann kann ich das jetzt nochmal, nein? Na dann nicht. Ich glaube, da bin ich früher auch mal abgestürzt, weil ich zu blöd war, geradeaus zu springen. Hm.
Du hast alles zerstört! Meine schöne Teeparty ist ruiniert! Der Tisch ist umgeworfen und alle Gäste sind fort! Ich glaube, du solltest gehen. Ich fordere dich auf zu gehen. Aber was habe ich denn gemacht? Ich habe doch niemanden verjagt. Helfen Sie mir! Er kann, er wird, er muss nun gehen. Er kann, er wird, er muss nun gehen. Er kann, er wird, er muss nun gehen. Jetzt mal im Ernst, ich will dich nicht sehen. Ruhe. Feier die ganze Uhr ist am Arsch. Keine Angst, du bist jetzt sicher. Die Polizei ist auf dem Weg. Ab jetzt wird alles gut werden. Nein, wird es nicht. Das sieht immer so scheiße aus, wenn dieses Zeug verläuft. Mädels, hört einfach auf mit dem Kram. Oh, wie süß. Hutvarianten. Und da oben Konzeptzeichnung dieses ganzen Dings. Ich würde mich hier noch länger aufhalten, mir das alles in Ruhe angucken, aber sie geht mir gerade extrem auf den Keks. Deswegen verziehe ich mich jetzt einfach. Sein, hier sind doch irgendwelche Datenpakete. Mist. Wahrscheinlich oberirdisch da in diesem Gitter drin, oder? Gitter. Ja, da bin ich vorhin so gekonnt runtergefallen. Jetzt raus, bevor die alle mir noch die Ohren ausheult. Mal gucken, der Joker wurde gesagt, hat sich ins Stahlwerk verzogen, oder? Das ist ja im gleichen Bezirk, wenn man so will.